Ja, Freunde, wie bereits im letzten Filmchen angekündigt, gibt es Neuigkeiten zum Thema Erbswurst. Die Erbswurst-Produktion wurde ja von Knorr am 31.12.2018 eingestellt, nachdem es 130 Jahre lang produziert worden ist, unter anderem für die preußische Armee. Und letzte Woche hatte ich was im Briefkasten, und zwar habe ich freundlicherweise was zugeschickt bekommen. Und dazu muss ich jetzt auch noch ein bisschen was vorlesen. Im Anschreiben stand: Lieber Ed, beim Einkaufen im Supermarkt Rewe habe ich vor einigen Tagen zufällig ein neues Produkt entdeckt. Für mich eine wahre Sensation, für mich war es das auch. Und zwar hat diese Suppe hier den Weg zu mir gefunden. Und zwar nicht von Knorr, sondern von Maggi. Eine würzige Erbsensuppe. Und es könnte sein, dass es ein identisches Rezept ist oder dass sie genauso schmeckt wie die Erbswurstsuppe, die von Knorr eingestellt worden ist, die allerdings in Tablettenform dargereicht wurde. Und jetzt ist sie lose, die Erbsensuppe in der Tüte. Ich habe die noch nicht probiert. Ich will es gemeinsam mit euch machen. Und ich habe auch noch die Original-Knorr-Erbswurstsuppe. Ich habe mir damals einen kleinen Vorrat angelegt, wie die Produktion zu Ende ging oder angekündigt wurde. Auch hier ist geräucherter Speck drin. Ich bin also gespannt, ob die Suppe genauso ähnlich oder anders schmeckt wie die alte Erbswurstsuppe von Knorr, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Wird übrigens zu horrenden Preisen angeblich bei eBay gehandelt. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, was für so eine Erbswurst verlangt wird. Ich habe auch noch einen Brief hier abgedruckt von dem Konsumentenservice von Knorr. Den lese ich euch jetzt mal vor, weil ja auch angefragt worden ist bei Knorr, wie es aussieht mit der Erbswurstsuppe, ob die vielleicht mal wieder produziert wird. Da steht hier: Sehr geehrter Konsument, wir haben uns schweren Herzens entschlossen, unser Traditionsprodukt Knorr Erbswurst, seit 1889 im Knorrwerk Heilbronn produziert, in den Varianten Gelb und Grün, per 31.12.2018 aus dem Sortiment zu nehmen. Leider ist die Nachfrage für dieses Produkt über die Jahre signifikant gesunken, sodass eine weitere Herstellung unter ökonomischen Gesichtspunkten aufgrund notwendiger Investitionen für Modernisierung nicht mehr sinnvoll ist. Der Wandel im Ernährungsverhalten trifft die Erbswurst. Sie findet nur noch geringe Anwendung in der heutigen Küche. Was einmal als schnelle, reichhaltige Suppe für unterwegs eingeführt wurde, hat heute immer weniger Relevanz. Ich bedauere, dass gerade das von Ihnen geschätzte Produkt vom Markt genommen wurde und es bei uns leider keine Restbestände mehr gibt. Ein direkter Verkauf an Konsumenten ist nicht vorgesehen, denn das übernehmen ausschließlich die regionalen Handelspartner. Wir bitten um Ihr Verständnis. Leider haben wir kein adäquates Ersatzprodukt für Sie in Empfehlung. Ihren Hinweis werden wir aber sehr gerne an unsere Produktentwickler weiterleiten. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue zu diesem Produkt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Knorr Konsumentenservice. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, als dass das vielleicht das adäquate Ersatzprodukt sein könnte. Wir werden das nachher mal aufkochen. Die Original Knorr, die es nicht mehr gibt, und diese Erbsensuppe von Maggi. Und dann schauen wir mal, wie die beiden so zueinander sich verhalten werden. Das war's. Wir sehen uns nachher in der Küche, in der Feldküche oder Männerküche, das weiß ich noch nicht, und machen den Test. Bis nachher. Mal zwei Tabletten drücken hier. Geht ganz einfach.
geht es auch schon weiter. Jetzt rühren wir hier die Maggi-Suppe ins kalte Wasser ein. 750 ml. Die Herdplatten sind jetzt eingeschalten. Geruchstest. Mit durchrühren, dass es keine Klümpchen gibt. Und hier kommt jetzt die Erbswurst rein. Die Maggi-Färbung ist etwas grüner. Löst sich auch besser. So, jetzt machen wir eine kleine Timelapse. Ihr könnt jetzt hier schon die unterschiedliche Färbung sehen, die ist schon mal unterschiedlich. Die Maggi ist grünlicher und die Knorr ist etwas anderes im Ton, etwas mehr ins Olive-Gene. Jetzt kommen wir zur Verkostung. Nehmen wir erstmal die von Maggi raus. Ich werde ihn ein bisschen abkühlen lassen, damit man sich im Mund nicht verbrennt und schnell die Kelle abwaschen. Dass es hier keine Verfälschung gibt. Und jetzt hat die hier von Knorr, die alte. Jetzt lassen wir es ein bisschen abkühlen und probieren sie. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Als erstes probiere ich natürlich die original alte Erbswurstsuppe von Knorr, die etwas olivfarbiger ist, die ist sehr, sehr sämig, dick, genauso zubereitet, wie es auf der Packung gestanden ist, zwei Tabletten aufgelöst in 500 ml Wasser. Und hier habe ich den altbekannten Geschmack der Erbswurstsuppe. Sie ist leicht abgekühlt, man kann sie gut essen. Der typisch leicht salzige Erbsengeschmack mit Räucherspeckaroma. Nach wie vor gut. Mit einem Brot dazu und einem Wienerl drin. Jetzt probieren wir, Überraschung, Überraschung, die Suppe von Maggi. Und wechseln wir natürlich einen Löffel. Das ist die etwas grünere. Was auffällt, die ist bei vorgeschriebener Dosierung vom Wasser 750 ml pro Tüte etwas dünnflüssiger und schmeckt auch anders. Wärmt den Bauch, aber das typische Aroma ist anders, ist also kein Nachbau, kein Plagiat, das ist ein Eigenprodukt. Nicht ganz so salzig.
Die Erbse kann ich direkt jetzt nicht rausschmecken. Jetzt probiere ich nochmal die andere. Knorr ist erbsiger, kann man sagen, was man will. Sie war geschmacksintensiver, es gibt es ja nicht mehr. Und jetzt nochmal die von Maggi. Schmeckt anders. Also ich muss es fairerweise sagen, dass man die alte besser schmeckt. Man kann auch die Maggi-Erbsensuppe essen, keine Frage. Aber sie wird die Lücke nicht schließen können. So mein Fazit zu der Sache. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Die Erbswurst-Story ist weitergegangen um eine weitere Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.